European Yacht of the Year. Was war das nochmal? It's a fantastic possibility to get exposed in so many countries. You cannot do that in any other way. For sure, everybody says everybody. That's the point of it. And then it's just a complete mess. We just discuss and fight until there's no more people alive on the battlefield, you know. That's it. Aber alles zusammen klappt es schon wieder und sind alle froh, haben wir gute Bilder, gute Filme. Und auch die Hefte sind gefüllt mit Text und Test. Und ich hoffe, wir haben auch dieses Jahr wieder einen zu Rechte Gewinner. Denn um den geht es. Den und die Gewinner der Wahl zur Europäischen Yacht des Jahres. Fast schon traditionell fanden die ersten Tests der in 5 Kategorien nominierten Yachten in Eumeuden an der Nordsee statt. 14 Boote und Segeljournalisten aus 11 Ländern waren vor Ort und es wurde unter unterschiedlichsten Bedingungen eifrig gesegelt und getestet. Denn das Nordseewetter bot in diesem Jahr sehr unterschiedliche Bedingungen. Wie sieht es denn aus? Gab es Überraschungen bei den Tests? Zum Beispiel für Roland Duller von der österreichischen Yachtrevue. Ja, für mich gab es in der Kategorie Spezialjachten einige Überraschungen, positive Überraschungen in der Hinsicht, dass zu sehen war, am Beispiel der K650 und der Seascape, dass hier junge Leute versuchen, sofort moderne Designtrends zu übernehmen. Wenn wir diese beiden Boote anschauen, so sieht man, dass hier also ein Rumpfdesign übernommen wurde, das wir von Volvo Ocean Racern kennen, das wir von Transpark-Yachten kennen. Und diese Leute haben das umgesetzt auf kleine Boote. Die Seascape ist auch ein preiswertes Boot, also das macht Freude, das zu sehen. Und eine noch größere Freude hat es gemacht, zu segeln. Also die Boote, so wie wir heute sehen konnten, segeln wirklich ausgezeichnet und sind richtige Spaßgeräte. Aber natürlich hat jeder so seine eigenen Favoriten, wie etwa Jan Briet vom niederländischen Watercampion. I like the Allure a lot. They made a big step forward, in, not only in size, but also in... styling and in finishing, and it's a real passage maker. Very comfortable, but also very, very stylish boat. And I like the idea of an aluminium hull combined with the polyester deck, the GRP deck, which is, I think, great because you can make it more beautiful with a more beautiful style in GRP. So I liked it. I like that boat. Und natürlich fließen auch immer wieder Revier- und länderspezifische Standpunkte in die Beurteilung eines Schiffes ein. Etwa bei Kurt Gelin vom schwedischen Magazin Bordnet bei der Grand Soleil 46. It's very Italian and very elegant. Many neat solutions. For me as a Scandinavian, a Swedish person, I have some Scandinavian brands to compare with. And I think the Grand Soleil, of course, is a very elegant, but it's not so practical as we would like in Scandinavia. It's for me, it's a too wide cockpit, for instance, and I like more handholds inside. It's more like a floating villa in a Mediterranean, and we use the boats much more in Scandinavia because we cruise among the islands. So we want more lockers, we want more solid works, perhaps, and I think it's a real nice performing boat, of course, but it's not enough for me. I like more function inside. It's more like a style. It's not so much about function, that boat. Und punkten kann eine Yacht auch einfach dadurch, dass sie kaum Schwächen hat, wie Daniel Welti vom Schweizer Magazin Swissboat bei der Sunbeam 301 feststellt. Also ein angenehmes Familienboot, macht Spaß, ohne in irgendeinem Punkt groß positiv oder negativ aufzufallen. Aber die Summe der Eigenschaften ist wirklich so, dass es wieder in die engere Wahl zur Europäischen Yacht des Jahres gehört. Wir wirklich nirgends eine Schwachstelle feststellen können. Und abschließend zeigt uns Jochen Rieker, Chefredakteur der Deutschen Yacht, was ihm Unterdeck der OVNI 445 beim Testsegeln spontan auffällt. Ja, wir sind an Bord von der OVNI 445, einem Aluminiumboot in Knickspantbauweise. Eigentlich ein typischer Blauwassersegler, der aber auch sehr viel Komfort bietet und sich deswegen fürs Küstensegeln, fürs Familiensegeln genauso anbietet wie für die ganz lange Fahrt. Man sieht es so ein bisschen auch hier schon an der Navigation. Das ist noch ein klassischer Kartentisch, der Platz hat für große Karten, Platz hat auch für sehr viele Einbaugeräte. Eine sehr klare Instrumententafel und Schalttafel mit sehr vielen Reserveschaltern für die Nachrüstmöglichkeiten des Eigners. Alles Dinge, die es heute so standardmäßig kaum noch gibt. Und auch ein Navigationssitz,
der so gestaltet ist, dass wenn ich mit nassem Ölzeug komme, dass ich nicht lange in meiner eigenen Soße sitze, weil die nach unten abtropfen kann, und der so ein bisschen angewinkelt ist bzw. halb rund gemacht ist. Ich kann mich hier einerseits nach Backbord abstützen und sehr bequem auch nach Steuerbord, und ich kann mich hier richtig gut verkeilen, bin sowieso relativ nahe am Drehpunkt des Schiffes, also eine Navi, wie man sie sich wünscht. Und wir wünschen uns ein spannendes Finish der Wahl zur europäischen Yacht des Jahres bei den finalen Tests in Barcelona.